Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Binding of Isaac. Aber ich habe mir was überlegt und zwar spielen wir mal den Community Remix. Habt ihr vielleicht schon bei ein paar YouTubern gesehen, Bruger zum Beispiel, den ich selbst gucke, oder Holly LP? Das ist ganz unterschiedlich und damit wir die größte Chance haben, uns irgendwas zu erwürfeln, auch vielleicht einen von den neuen Gegenständen, das zeichnet nämlich das Ganze aus. Ja, gucken wir einfach mal. Und ihr hört auch schon, die Musik ist anders. Wir haben auch gleich den Boss gefunden. Deswegen gehen wir als erstes zum Boss. Und ich liebe diese Bossmusik. Und ihr seht auch schon das Besondere am Spider-Mod. Wir können, wie heißt es, die Lebensanzeige der Gegner sehen. Was ich sehr praktisch finde. Ich liebe die Musik so bei den Bossgegnern. Der eine Ebene ist es komplett so. Es dauert zwar ein bisschen, bis sie in Fahrt kommt, aber wenn sie dann in Fahrt ist, dann richtig. Ernsthaft jetzt? Na komm, komm. Los. Okay, den haben wir down. Jetzt noch dich. Und ja, Dogfood nehmen wir natürlich. HP ab ist immer gut. Und ich habe ja schon so lange nichts mehr aufgenommen und es tut mir sehr leid. Ich hätte gerne so... Oh, manchmal habe ich Tage, da würde ich gerne so viel aufnehmen. Und gerade mache ich das eigentlich nur zur Entspannung. Weil ich die letzten paar Arbeitsstunden mit einer Statistik gekämpft habe und allgemein nur mit Mathe. Und deswegen ist das jetzt gerade so meine Ablenkung, bevor ich meine Aufgabe, die ich jetzt nicht geschafft habe, abzugeben, weil ich nicht schnell genug war. Ja. Ist das so meine... wie soll ich sagen? Ich versuche mich jetzt seelisch darauf vorzubereiten. Oder eher ja doch, seelisch darauf vorzubereiten, auf meine Aufgabe, die mir ja noch fehlt. Oh. Den Quadshot würde ich gerne mitnehmen. Und ich wüsste gerne, was die Karte macht. Corruption, ich weiß nicht, was sie macht. Würde ich erst gerne auch noch warten. Die setzen wir dann ein. In der nächsten Ebene, würde ich sagen. Wir haben leider keinen Schlüssel, aber gehen in die nächste Ebene rein. So. Ja, also ich habe heute den ganzen Tag mit Mathe, mit Formeln und sowas gekämpft. Und ich brauche das gerade echt ein bisschen, um runterzukommen. Einfach mal so eine Runde Isaac. Und dann dachte ich mir, wenn ich doch schon mal dabei bin, nehme ich das auch mal auf. Die letzten Runden habe ich entweder ziemlich spät abends gespielt und hatte dann keine Lust mehr. Oder, ja. Also manchmal hat man so Tage, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch, dann hat man zu nichts wirklich Lust, dann will man nur mal für sich sein. Das habe ich in letzter Zeit ziemlich oft, gerade wenn ich von Arbeit heimkomme. Ich möchte dann halt gerne für mich sein. Und meine Freizeit damit nutzen, selbst spielen zu können, ohne dabei irgendwie zu labern. Und ja, naja, wird sich bestimmt demnächst auch noch ändern, aber momentan ist es einfach ziemlich viel zum Lernen. Und dann, ja, ist es halt so, ne? Also jeder, der schon mal eine Ausbildung gemacht hat, weiß bestimmt, dass der Anfang ziemlich schwer ist. Meistens. Im Normalfall. Und für mich, da meine Schulzeit einfach schon so lange her ist, ist es extrem schwer. Ah! Wenn ich mal keinen Schaden kriegen würde, wäre echt super. So. Denn ich habe nämlich gemerkt, ich tue mal mein Headset weiter hierher, damit ihr mich besser hören tut. Ich habe halt einfach für mich selbst gemerkt, wir haben so einen Mathe-Test gemacht in der Schule. Und darum ging es einfach nur, unsere Leistung festzustellen. Und es sind halt einfach so ein paar Sachen, die ich halt einfach nicht mehr berechnen kann, weil ich mich damit halt nicht mehr beschäftigt habe. Und dann ist das so ein bisschen, naja, suboptimal, ne? Ach übrigens, das Schöne an diesem Mod ist übrigens, hier könnte man auch schön cheaten, wenn man möchte. Was ich jetzt natürlich nicht tun werde. Und jetzt, oh, Shot Speed Down. Okay. Und man, ihr merkt schon auch, die Pillen und so, die haben andere Effekte in der Community Mod. Aber die Community-Mod kann so viel und es macht auch super viel Spaß. Und wir haben echt keinen Schlüssel, ne? Das ist echt scheiße. Ich weiß nicht, was Corruption macht. Gehen wir noch hier rein. Oh! Oh!
jetzt haben wir Schlüssel. Zuerst für die nächste Ebene, aber den Gegenstand, den wir verpassen. Ich würfel das mal. All Stats up. Wie cool. Das war richtig gut. Richtig, richtig gut. Gut, dass ich das gewürfelt habe. Zwar hatten wir das andere Item noch nicht, aber das gibt uns nur random Bomben. Verschiedene Bomben, also Giftbomben. Bomben mit höherem Damage. Und deswegen war mir das jetzt gerade in dem Fall wichtiger. Was vielleicht für euch verständlicher ist. Weil ich bin jetzt jemand, der nicht oft Bomben benutzt. Selbst bei den Blue Baby oder so benutze ich selten Bomben. Und deswegen, ja, war meine Entscheidung so. Hier lege ich mal eine Bombe. Oh, cool. Ich gehe mal noch und vielleicht würfe ich das. Ich weiß es noch nicht. Aber werden wir dann sehen. Und ihr merkt schon, also die Musik ist anders. Es gibt neue Items. Darunter ziemlich coole Items, ziemlich overpowered. Es gibt neue Karten. Bei den Trinkets wurde nicht so viel geändert. Aber wenn ihr euch das angucken wollt, das Ganze auf platinumgod.uk, oder? Glaube ich, dürfte es sein. Da sieht man das auch nochmal. Also da werden die Items gespoilert, könnte man sagen. Ja, mit dem, was sie halt genau machen. Oh. Und dort kann man sich das mal anschauen. Und wenn das einen dann interessiert, kann man sich ja das Ganze holen. Oh, ich hätte erst rebrowen sollen. Okay. Naja. Also wir hatten jetzt auch schon alle... Also wenn es weitergeht, haben wir bald alle Todsünden. So. Und auf jeden Fall... ist es halt wirklich so, dass dieser Community-Mod so bis Rebirth rauskommt, das ist ja Anfang November, nochmal so ein kleines bisschen Pep in Isaac bringt, weil halt wirklich coole Items dabei sind. Wir haben zwei neue Verwandlungsformen, davon einmal Loki. Dann kann man in vier Richtungen gleichzeitig schießen, das ist sehr cool. Und die andere Katze, wie heißt die? Guppy und... gibt es ja auf jeden Fall noch eine Katze. Also diese weiße Katze. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Items davon heißen. Auf jeden Fall noch eine Verwandlungsform in die. Da schießt man in alle Richtungen. Ich nehm's. Wir sind jetzt zwar ziemlich langsam, aber ich nehm's trotzdem erstmal. So. Und ich werde auch hier die Bombe opfern. Zack. Um darüber zu kommen. Und ihr merkt halt auch, diese Trinkets sind halt auch nochmal neu. Doppelschlüssel. Dann gibt es noch Seelenherz und normales Herz zusammen verbunden, also halb-halb. Oh. Ich mag die Musik. Also ich weiß nicht, ob euch die Musik gefällt. Mir gefällt die auf jeden Fall, die neue. Also das ist jetzt nochmal eine neuere Version von der Community Mod. Ey, das gibt's nicht. Der trifft mich jedes Mal. Und ja. Das gibt's nicht. Ah. Ich bin bei Pi immer so... Scheiße. Schlecht. Oh, Gott sei Dank. Und ein Seelenherz. Und das würfeln wir. Und nochmal ein HP ab. Und in die nächste. Dann haben wir bald die HPs voll. Wir haben zwar sonst nichts Gescheites, aber... ja, wenigstens das, ne? Curse of the Darkness, okay. Curse of the Darkness ist ziemlich scheiße. Weil meine Orientierung da immer gleich null ist. Außer natürlich bei Curse of the Darkness passiert gleich sowas. Das finde ich wiederum sehr cool. So. Genau, hier gibt es auch neue Musik. Und ein paar, wie gesagt, neue Items. Aber leider, wir hatten jetzt nur das mit den Bomben bis jetzt gesehen. Aber es gibt dann zum Beispiel steuerbare Tränen. Was auch sehr interessant ist. Ich wüsste gerne. Also wenn es ein bisschen zu langweilig ist gegen Ende. Weil wir einfach schon so viel hatten. Werde ich mal... ach nee, die kann ich gar nicht ercheaten, ne? Die tauchen, glaube ich, gar nicht in dem Dings auf. So. Aber können wir ja dann einfach mal schauen.
Alter. Ihr seid doch auch behindert, oder? Zack. Hallo? Zack, zack, zack. Boah, so viel Schaden bekommen. Das könnte eine richtige Fail-Runde. Fail-Runde? Ich weiß nicht, warum ich das immer so rolle. Warum ich das so englisch aussprechen will. Warum ich nicht Runde sagen kann. Ich bin ja so voll der deutsche Let's Player und so. Aber naja, das ist wieder was anderes. Ich lasse mich auch voll leicht ablenken und aus dem Konzept bringen, dass mir wie sagt, der liebe Marius immer zu mir. Also der liebe Buttercake, falls ihr jetzt nicht wisst, wer Marius ist. Der sagt ja immer zu mir, ich komme vom Kuchenbacken auf Arschbacken. Also, oder, ja, so hat er es, so drücke ich das immer aus, weil ich wirklich so, keine Ahnung, weil man mir manchmal schlecht folgen kann. Das ist ein Würfel, mit dem man den Boss rerollen kann, ausgenommen von den Reitern. Und das nehme ich natürlich Speed und Range. Und dann gehen wir zum Boss. Genau, weil das habe ich nämlich schon befürchtet, dass wir jetzt gleich einen Reiter haben. Und Reiter können wir halt eh nicht rerollen. Alter. So ein Scheiß hier. Schiffst du jetzt mal bitte? Bitte. Wenn ich gleich irgendwas Gutes kriegen, ne, dann sieht's echt schlecht aus. So, nächste Ebene. Oh Mann, ich bin jetzt schon total angespannt. Wir sind in den Tiefen 1. Das ist eine XL-Ebene, das heißt, danach kommt Mom. Alter. Ich wollte euch gerne noch ein bisschen was zeigen, aber ich sehe schon mein Ende kommen. Ist klar, wenn ich aufnehme, dann ist das ja immer so. Dass man dann auf einmal den Schaden frisst die ganze Zeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es keine gute Idee war mit Quadshot, weil der so, naja, schlecht ist. Oh Mann, ich habe noch 1,5 Herzen. So böse. Und kein... Ich bräuchte irgendwie ein Arcade Room oder sowas. Alter. Oh Mann. Und da jetzt hoffen, dass da irgendwas ist. Würfeln. Was ist das? Oh ja, das ist so toll. Jetzt möchte ich erst recht nicht sterben, ne? Also ihr seht schon, was das macht. Tears Orbit bedeutet, dass es um einen fliegt. Ist jetzt für den Gegner ganz praktisch. Genau deswegen. So. Und nun probieren wir, ein bisschen weiterzukommen. Wobei ich sagen muss, dass die Chancen nicht gut stehen. Ich kontrolliere hier mal, vielleicht haben wir hier irgendwie Glück. Ja, das war so klar. Okay, dann würde ich sagen, das war's. Mit The Binding of Isaac. Es tut mir so leid, dass die Folge so, so schlecht geworden ist. Also wirklich. Also ihr habt gesehen, wir haben so an sich viel HP gehabt, aber irgendwie gab es kaum was zum Heilen. Ja, und das war jetzt meine Ablenkung. Und jetzt setze ich mich an meine Matheaufgaben wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.